Yo, was geht? Ich habe diese Ohren und dieses Headset nur an, um euch zu triggern, weil ich habe nämlich mittlerweile gelernt, dass wenn ich mir Bilder angucke, ich gar kein Headset brauche, weil Bilder haben nämlich überhaupt keinen Ton. Leute, ich habe wirklich sehr, sehr gute Laune gerade und es ist mal wieder Zeit, mir die Laune komplett zu verderben. Wir schauen uns heute mal wieder Revi-Memes aus meinem Subreddit. Reddit, also r/Revi an. Es ist absolut wild, was da momentan los ist. Ich weiß nicht, warum wir gerade so einen guten Mitgliederzuwachs haben. Also an der Stelle, falls ihr noch nicht da drin seid, dann kommt einfach da rein. Und falls ihr keine Ahnung habt, was Reddit ist, dann seid ihr wahrscheinlich unter 15. Safe. Leute, wir schauen uns heute wieder lustige Memes an, die meine Community erstellt hat. Tobi hat sich mal wieder wirklich in 20 Minuten durch diesen großen Haufen namens Reddit gewühlt. Und ich glaube auch noch ein paar Sachen von Instagram dazu gepackt. Und ich würde sagen, wir schauen mal, ob ich heute Ha oder Hihi mache. Mittlerweile bin ich natürlich jetzt zu meinem eigenen Format gekommen. PewDiePie bewertet die Länge des Pipi. Ich hier natürlich euren Kontostand, was absolut innovativ und genial ist. Und ich würde sagen, wir fangen heute wieder an, die Memes in Kontoständen bzw. Euro-Werten zu deklarieren. Beginnen wir mit dem ersten Bild, was wir hier sehen. Theno Difference. Fehlen nur noch die grünen Haare. Das ist absolut lustig, weil auf der linken Seite sind Lauch und auf der rechten Seite auch. Hahaha, da haben wir alle gedacht. Wirklich sehr, sehr innovativ. Für mich ein absolutes 1,50 € Meme. Kann ich nicht drüber lachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fühle mich gemobbt und werde Ich bin hobbylos mit einer Anzeige wegen Cybermobbing hier noch rechtlich belangen. Christian Solmecke, du weißt Bescheid. Checke mein Template, das habe ich schon auf Instagram gepostet. Beziehungsweise habe ich selber schon, nee, nicht auf Instagram habe ich es gepostet, sondern tatsächlich in die WhatsApp-Gruppe. Wie viele von euch wissen, haben wir natürlich eine eigene WhatsApp-Gruppe mit iCryMac, StandardSkill, iVive und noch ein paar anderen Leuten, die sich dem tagtäglichen Geschehen der Krypto-Szene sowie verschiedenen YouTube-Trash-Talk widmen. Da wird ganz, ganz heiß debattiert über die neuesten Investitionstrends. Was soll ich sagen, meine Freunde, wir sind alle pleite und dementsprechend heißt auch unsere Gruppe so. Check in my temperature lately. Passt auf jeden Fall an der Stelle hier. Vive HD, absolut fett. Lukas, da war doch mal irgendwas von wegen Abnehmen oder irgendwie Diät. Ich weiß nicht mehr genau, was da los ist. Gib doch gerne mal an der Stelle hier ein Update. Würde ich sagen, ist ein solides 4,20 € Meme. Kann man drüber lachen und mal hihihaha machen. I'm the dumbest man alive. Was geht am Start? You're clearly dumber. Ja, Leute. So ist es. Ich bin der König der Dummheit, dachte ich zumindest, bis ich gehört habe, dass Vive HD tatsächlich auch auf diesem Planeten existiert. Ich finde es übrigens ganz gut, dass wir, wo ich mich gerade gegen Cybermobbing ausgesprochen habe, das komplette Subreddit mittlerweile dafür nur noch nutzen, um Vive fertig zu machen. Ist hier auf jeden Fall ein 13,37 € Meme. Finde ich extrem lustig, vor allem bei dieser Was geht ab? Man versteht es einfach nicht. Hier mal ganz kurze Kompilation von allen Begrüßungen von Vive, die man nicht verstanden hat. Jo Leute, was geht ab? Ich hab kein Wort verstanden, bis zum Ende gar nicht. Danke dafür, Leo. Es tut mir leid, dass du dir so viele Vive-Videos anschauen musstest. Niemand. 48 Typen, die mich auf Snapchat ansnappen. Ja, gut, dass ich kein Snapchat habe. Grüße geht an der Stelle raus an den besagten Künstler Young Alpha. Wer sich dahinter verbirgt, bleibt weiterhin ein Geheimnis. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall lyrisch, absolutes Meisterwerk. Ja, was soll ich sagen? Revi vor 2 Jahren, absoluter Cringe. Revi heute, absolutes Supermodel, meine Freunde. Extrem gut gebaut, beliebt bei den Frauen. Finanziell unabhängig. Meldet euch bitte. Nein, wirklich, ich bin echt alleine. Meldet euch. Beliebt bei den Frauen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe diese Szene bei SpongeBob ein bisschen anders in Erinnerung, aber ich glaube tatsächlich, dass das mittlerweile die überarbeitete Version sein muss, wo SpongeBob ja auch hingegangen ist, beziehungsweise der Autor Steven Hillenburg. Ist der nicht verstorben? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat man sich bei Nickelodeon gedacht, wir passen das Ganze ans aktive Zeitgeschehen ein wenig an. Und hier sieht man hier auf jeden Fall, dass sogar Patrick mittlerweile Angst vor Vive hat. Absolut nachvollziehbar. Falls jemand diesen jungen Mann hier gesehen hat, diesem Fahndungsbild, meldet euch bitte bei der zuständigen Polizei Rheinland-Pfalz. Der Mann ist immer noch auf der Flucht. Er hat 7 McDonalds leer gefressen. Wenn Revi Kelly erzählt, dass er einen drehen würde, flirt. Kelly? You know me. Ja, meine Flirtversuche, wie soll ich sagen, meine Freunde? Ohne meinen Hund bin ich komplett lost. Also ohne meinen Hund werde ich in der Stadt nicht mehr mit dem Arsch angeguckt. Deshalb gehe ich momentan 7-mal mit dem Hund auf die Straße. Unabhängig davon, ob der Hund das will. Kelly, wenn du mal Gassi gehen willst, melde dich, ne? Niemand, wirklich niemand. Revi, ich kann nur digital nur. Digga, dieses Bild da drunter. Das war ein Witz. Es war ein Witz. Ich kann auch analoge Uhren lesen, aber halt nicht so gut. Auch das war ein Witz, meine Freunde. Ich bin überdurchschnittlich intelligent und ich sage das jetzt nicht, um zu flexen, sondern um mir ein für alle... Klingt wie das Schlafzimmer von meinen Eltern. Keine Ahnung. Jedenfalls wollte ich euch gerade erklären, dass ich überdurchschnittlich intelligent bin. Das hatte ich an der Stelle dann auch erklärt. Scheinbar bin ich es dann doch nicht, wenn ich aufs Deutsche gehe. Egal, nächstes Bild. Sascha Unsympathisch Videos. Volume aus. Wenn Revi sich mit Trimax beef. Volume auf. Hälfte. Revi im Stream Highland, während er seinen Chat trollt. Revi auf voll. Weiß ich...
Bin ich das jetzt oder verstehe ich das einfach nicht? Also bei Sascha Unsympathisch Videos hat man das aus, weil es sehr laut ist. Wenn Revi sich mit Trimax beef, macht man es auf die Hälfte. Aber Revi streamt halt, während er seinen Chat trollt. Hä? Verstehe ich hier gerade irgendwas nicht? Bin ich nicht in meiner eigenen Community? Vielleicht nochmal ganz kurz hier irgendwie eine Erklärung in den Kommentaren. Ich bin nicht drin, tut mir leid. Ich bin überdurchschnittlich intelligent. Corporate needs you to find the difference between this picture and this picture. Ja, auf der linken Seite eine Scheißwurst, auf der rechten Seite eine Scheißwurst. Revi, they are the same picture, ja? Sehe ich, also ich sehe da absolut keinen Unterschied. Was mir hier nur auffällt, dass die Scheißwurst auf der rechten Seite tatsächlich ein Scheißwurst-Kostüm nochmal trägt. Also hier wirklich ein die Scheißwurst hier ein bisschen heller ist. Und tatsächlich hier auch wirklich ein ganz, ganz komisches Gewand trägt. Irgendwie, was steht da drauf? Ah ja, Scheiße steht da drauf. Perfekt. Ja, nee, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich eins dasselbe. Sehe ich wirklich keinen Unterschied. The Office-Memes übrigens immer sehr, sehr gern gesehen bei mir. Falls ihr The Office noch nicht gesehen habt, kann ich euch nicht helfen. Also ist wirklich Grundbildung von Humor. Ist Grundbildung von Humor. Wer The Office noch nicht gesehen hat, ach, verpisst euch. Physical Therapist suggests gamers to do push-ups per win to remain physically active. Ach, Digga, nein. 5 push-ups per win. Ja, Leute, weil ich so wenig gewinne, habe ich auch solche Laucharme. Das sieht aber, wie gesagt, nur so aus. Das liegt daran, dass meine Arme wirklich überdurchschnittlich lang sind wie andere Körperteile, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Okay, Bruder, alles gut. Ich habe übrigens ganz vergessen, die letzten Memes irgendwie zu bewerten. Wir sind bei einem Dispo von minus 240.000 Euro, würde ich sagen. Grüße an Monte Steuerlast an der Stelle. Absolute Müll-Memes. Das hier gibt auf jeden Fall eine... ist es ein 69-Cent-Meme. Ganz klares Ding auf jeden Fall. Random Meme. Sei freundlich zu Vive oder zieh 25 Karten. Na, Digga, ich würde sogar 70 Karten ziehen, bevor ich freundlich zu Vive bin. Absolut starkes Ding, random Meme. Und da muss ich sagen, meine Freunde, das ist ein 69-Euro-Meme. Da kann man auf jeden Fall mal drüber lachen. Extrem gut, bei so einer Dono ziehen wir alle unseren Hut. Extrem lustig, Digga. Eigentlich können wir das Tablet komplett in den Vive umnennen. Der Unterschied ist einfach nur, dass wahrscheinlich dann keine Memes mehr gegen mich sind, sondern nur gegen Vive. Finde ich aber, also ich hab damit kein Problem. Deshalb heißt dieses Video ja auch, Revi-Memes, die ihr Vive-HD zum Heulen bringen, ne? Grüße geht raus an der Stelle an dich, Lukas. Natürlich nicht. Schnelles Geld in GTA, ewig warten, bis man überhaupt legal Geld machen darf. Ja, oder gar nicht mehr GTA streamen, weil man einfach keinen Bock mehr hat, weil die Struktur dieses ganzen Roleplays mir komplett mittlerweile keine Spaß mehr macht. Ja, es ist schade drum, aber mein Gott, was soll ich machen, meine Freunde? Ich habe einfach gerade echt keinen Bock drauf und ich will mich hier auch gar nicht erklären. Jedes Mal, wenn ich im Chat nach GTA-RP gefragt werde, ich sage immer, wir schauen vielleicht rein. Soll ich euch was sagen? Soll ich euch jetzt ehrlich mal was sagen? Sobald mich jemand im Chat fragt, gibt's heute GTA, habe ich im Kopf schon, es gibt heute kein GTA. Wenn Revi beim Stream-Event eine Stunde auf die Dummheit der Teilnehmer reagiert und eine Viertelstunde auf das Gebaute, perfectly balanced, as all things should be. Sehr, 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 sehr stark auf jeden Fall. Wirklich gutes Meme. Das ist ein 1337-Meme. 1337 Euro, extrem großer Kontostand der Junge hier. Wirklich extrem gut. Der muss wirklich ein mehrfacher Millionär sein an der Stelle. Der muss mehrere Immobilien haben, dieser junge Mann. Wirklich witzig tatsächlich. Also muss ich sagen, trifft ganz ehrlich auch zu. Nochmal, es ist nun mal leider bei den Community-Events so, dass meine Community dermaßen lost ist, dass ich nicht anders kann. Ich kann nicht anders. Es ist so bekackt, was da teilweise gebaut wird. Da fehlen mir die Worte. Und dann habe ich halt nicht mehr so viel Zeit, um auf den Rest einzugehen. Es tut mir leid. Wärt ihr weniger dumm, würde ich bessere Videos machen. Ganz einfaches Ding. Wenn Revi sich nicht entscheiden kann, welchen Mercedes er aus seinem VIP-Leasing will. DJ Khaled, suffering from success. Digga, Watashi Ruben, ich fühl's sehr. Es ist schwer, Leute. Es ist schwer. Nehme ich jetzt den 150.000 Euro GLE, den 220.000 GTS oder vielleicht doch einen C63, der nur 110.000 Euro kostet. Es ist nicht leicht, meine Freunde. Es ist nicht leicht. Bin noch heute an einem Schaufenster vorbeigegangen. Da stand ein Bentley Continental für 195.000 Euro drin. Da wurde mir auch kurz schwindelig und hab mir gedacht, ach, wisst ihr was, Leute? Drauf. Ich verkaufe meine Immobilien, kaufe mir einfach 3 Wagen und bin innerhalb von einem Jahr pleite. Grüße geht raus an alle meine Streamer-Kollegen, ne? Revis Reddit-Community, wenn er sagt, dass er mehr coole Reddit-Memes sehen will. Komplett langsam, komplett lost, komplette Boomer-Community. Ich habe das Gefühl, dass die Hälfte meiner Community wirklich 14 ist, gleichzeitig im Kopf aber schon 37 und gar nicht versteht, was Humor ist. Ich erwarte wirklich geisteskranke, dank, deep-fried-Memes, wo alles übersteuert ist und ihr seht gerade, wie ich aussehe. Ungefähr sowas erwarte ich. Andere Merch-Shops, voll bepackt, Revis Merch-Shop, absolut leer. Merchandise, gibt's da, also habt ihr da, also ich meine, lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn ich vielleicht nochmal irgendwie Merch, eine Kette vielleicht, eine Kette, Anhänger, Klopapier, ich bin immer noch der Meinung, ich sollte eigenes Klopapier rausbringen. Lasst doch mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr eigenes Klopapier haben wollt, mit meinem Gesicht drauf. die ersten 5 Minuten von jedem Minecraft-Live-Event, Professional Retard, ja, Digga,
einfach alle wollen Revi triggern, solange noch zuschaut. Das ist leider wirklich so. Nochmal, diese Community ist absoluter AIDS-Cancer. Ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll. 3,50 Euro mir meine Freunde, so wie der Kiosk nebenan, wo eine Cola 3,50 Euro kostet. Ja, genau. Revis Community, bitte schaut auch Twitch vorbei. Revis Community und es zerbricht. Ja, an der Stelle nochmal ein riesiges Shoutout an meine aktive YouTube-Community, die wirklich nicht in der Lage ist zu meinen, wie kann das sein, dass ich teilweise im Monat 35 Millionen Aufrufe fahre, keiner von euch Vollspasten aber sich meine Streams anguckt. Nochmal, seid ihr alle geistig zurückgeblieben? Ich bin mit Abstand der lustigste, beste und professionellste Streamer in ganz Deutschland. Da braucht's kein Numero Uno, Numero Dos und irgendwelche... Leute, ich bin eine Instanz. Versteht das doch mal endlich. Hört auf, Hausaufgaben zu machen, hört auf, zur Schule zu gehen. Guckt einfach meine Streams und gebt mir euer Geld. Was ist denn das Problem dabei? Billy, what have you done? I forgot to dislike one of my videos. Aim for his head. Richtig ist es. Richtig. Es wird jedes einzelne... Oh gut, ich habe jedes Video gedisliked, seit ich ein Handy habe. Ja, also wir sollten es jetzt vielleicht nicht zu weit... Es ist einfach nur noch Cybermob. Ah, Revinside, Trimax fails. Ah, I can milk you. Oh yeah, Daddy. Jedes Mal, wenn Lost Moments Trimax fails hochlädt, in meinem Kopf nur so, das ist der AMG. Nachfrage, Demand. Demand, Nachfrage. Wie funktioniert nochmal Wirtschaft? Ich habe keine Ahnung. It can't be that easy. A wife is hässlich. It's that easy. Ja, Mann. Absolut richtig, Digga. Das hier ist ein 20.000 Euro Golden Meme, Digga. Da musste ich wirklich schmunzeln und kichern. Extrem stark. Jahresvorsätze. Survive Netz an Arcane in Ruhe lassen, Headset nicht aufsetzen. Und ich habe sie alle verbrannt. Grüße geht raus an der Stelle an meine Neujahresvorsätze, an denen ich wirklich nicht festgehalten habe und keinen einzigen in die Tat umgesetzt habe. Revi. Normale Revi-Memes. Revi, ja, schmeckt nicht. Es schmeckt mir einfach nicht. 2,50 Euro Meme. Much. Revis Cutter, nachdem aus deinem 3-Stunden-Stream 10 Minuten werbefreundliches Material für YouTube gefunden hat. Ey, we lit! Leo, du machst das wirklich extrem gut. Ich muss mich teilweise wirklich fragen, warum meine YouTube-Videos alle monetarisiert sind. Ich beschwere mich nicht. Oh Gott, lieber Google-Mitarbeiter. Kuss auf dein Auge, wer auch immer du bist. Möge dein Haupt geküsst sein auf ewig. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass es dich gibt. Und an der Stelle würde ich sagen, bin ich wieder mal raus, meine Freunde. Das war's von aktiven Revi-Memes, die ihr weiß, HD zum Heulen bringen. Das war's von dieser wunderschönen Folge. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und jetzt verpisst euch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen heute Abend, by the way. Kein Stream. Es ist Sonntag. Ich habe nämlich frei. Auf Wiedersehen und tschüss.